Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ja, Nachtrag auf jeden Fall, weil das mit zur Unbildung passt. Absolut. Und zwar erben bedeutet auch hassen. Aber da sieht man es erst. Die Spaltung unserer Gesellschaft, die war schon da. Aber jetzt tritt sie erst richtig zutage. Warum? Ich sprach oder schrieb das schon im Buch, dass die Leute, die sich ihres Nichtnutzens für die Gesellschaft bewusst sind, dass die neidisch sind. Natürlich auf alle die, die angesehen sind. Denn angesehen ist man von der Gesellschaft, wenn man der Gesellschaft etwas Positives bringt. Also irgendwelche Schmarotzer, die sind nicht angesehen. Das ist der eine Aspekt. So, aber warum, was hat das mit Erben zu tun? Wer schon mal geerbt hat, der kennt das. Und es werden ganze Romane drüber geschrieben, es werden Filme drüber gemacht. Immer wenn es ans Erben eines Vermögens geht, dann treten alte Zwistigkeiten erst so richtig zutage. Alte Zwistigkeiten, weil zum Beispiel der Bruder schon immer bevorteilt wurde und die Schwester schon immer die böse war oder was weiß ich. Solche Dinge, da gibt es, wie gesagt, da gibt es genug Literatur, da gibt es genug Kunst darüber und es wird immer wieder schön beschrieben. Es gibt ein russisches Sprichwort, das heißt, eine Familie ist wie ein dunkler Wald. Wenn es ans Erben geht, dann ist der Wald nicht mehr dunkel, dann kommen die alten, sagen wir mal, Zwistigkeiten richtig zutage. Dann heißt sie, ja, du wurdest schon immer und du warst schon immer der Beste, du konntest schon immer alles, ich konnte nie was, ich war immer das Mauerblümchen, du wurdest von Papa immer bevorzugt und ich, was war ich denn nur und ja und so weiter und so fort. Da steckt letztendlich dahinter. Dieser stille Hass, der, wenn die Familie noch so weit nicht geerbt hat oder wenn dieser Hass noch nicht ausgebrochen ist, aus welchem Grund auch immer, meistens ist es wegen des Erbens, dieser stille Hass, der ist schon immer da. Er tritt nur dann richtig zutage. Und jetzt haben wir die Situation genauso. Jetzt gibt es da die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn ich mich für die Regierung einsetze, dann bin ich endlich mal was wert. Dann kann ich, ja, und du, der du das nicht machst, du warst schon immer letzten Endes, das sagt er nicht, aber das weiß er und das denkt derjenige, der dann so hassvoll reagiert. Und du warst schon immer der Klügere und jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, auch ein bisschen klug und nützlich zu erscheinen. Das steckt dahinter. Unbildung. Einfach nur Unbildung. Ich wiederhole es auch hier nochmal. Ich schrieb es ja. Das hat nichts mit dem IQ zu tun. Auch wenn man einen nicht so hohen IQ wie so einen Einstein hat, kann man sich trotzdem bilden. Und wer gebildet ist, hat Wissen. Und dieses Wissen zu kombinieren, heißt Denken. So einfach ist der ganze Zusammenhang. Und denken kann ich also nur, wenn ich was weiß. Ansonsten muss ich glauben. Und dann falle ich leicht auf solche Sprüche von diesen Sprücheklopfern herein. Ich hoffe, ihr denkt auch über dieses Thema ein bisschen nach und wenn bei euch eine Erbschaft ansteht, na dann staunt nicht, wenn es plötzlich ganz anders wird, als ihr bisher geglaubt habt. Wie ich drauf gekommen bin, ich hatte hier dieses Interview mit Ken Jebsen gesehen und da sprach er es an, jetzt nicht gerade bei Minute 30, aber ungefähr in diesem Bereich, nicht das Erben, sondern warum plötzlich Leute so aufeinander losgehen. Gut, also alle guten Wünsche wieder und macht was, aber macht's gut, ne? Bis dann. Tschüss.